Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu CMC Espresso. Der DAX versucht sich an einer Rückeroberung der in der letzten Woche verlorenen Widerstandsmarke von 10.823 Punkten. Gute Vorgaben aus Fernost und weitere Anstiege in den US-Futures über Nacht helfen dem DAX. Der US-Technologieindex Nasdaq ist seit Jahresbeginn wieder im, halten Sie sich fest, grünen Bereich. Also wenn man Schlussstand letztes Jahr anschaut mit jetzt, dann ist jetzt ein Plus für den Nasdaq. Hält sich der Germany 30 über 10.823 Punkten, könnte ein Anstieg bis zur 61er Fibonacci-Preiserweiterung des Bodens vom März wieder ins Blickfeld geraten. Sie liegt bei 11.487 Punkten. Legt man den saisonalen Verlauf des DAX der letzten 5 Jahre zugrunde, wären neue marginale Hochs bis Montag zu erwarten. Rutscht der DAX allerdings unter 10.823 Punkten technisch betrachtet, würde das gerade vor dem Wochenende auf mangelnde Durchsetzungskraft der Käufer hindeuten. Die Schaukelbörse würde dann und könnte dann andauern. Vielleicht schaffen es US-Finanzminister Mnuchin und Handelsbeauftragter Lighthizer aus den USA, die Aufmerksamkeit der Börse von Corona zumindest ein Stück weit auf die nächste Woche anberaumte Telefonkonferenz mit Chinas Handelsvertretern abzulenken. Dort soll beraten werden, was die nächsten Schritte sein sollen, nachdem beide Nationen letztes Jahr die Phase 1 des Handelsvertrags unterzeichneten. Auch wenn hier ein langer Prozess bevorsteht, so ein Handelsvertrag dauert Zeit, zeigt das doch ein wenig, diese Wiederaufnahme der Gespräche, dass wir langsam wieder in der Normalität ankommen oder vielleicht auch ankommen sollen. Heute liegt die Aufmerksamkeit der Trader aber vor allem auf dem amerikanischen und kanadischen Arbeitsmarktbericht um 14.30 Uhr für den Monat April, dem Monat, in dem der Löwenanteil der Corona-bedingten Entlassungen stattfand. Das herannahende Halving des Bitcoin sorgt für spekulatives Interesse an der Kryptowährung, die heute früh erstmals seit Wochen wieder über 10.000 Dollar stieg. Die Inflationsrate des Bitcoin halbiert sich, ausgerechnet in einer Zeit, in der viele bei traditionellen Währungen wie dem Dollar und dem Euro wegen des beherzten Eingreifens der Zentralbanken und der massiven Neuverschuldung der Regierungen eine steigende Inflation erwarten. Der Bitcoin hat einen zentralen Widerstand bei 10.550 Punkten bzw. Dollar in dem Fall. Die 261er Fibonacci-Erweiterung aus einem Boden von Mitte März liegt bei 10.489 Punkten und dient als möglicher Widerstand bei weiteren Anstiegen. Die 161er Erweiterung bei 8.665 Dollar könnte bei Rücksetzern als Unterstützung wirken. Das soll es für den Moment gewesen sein. Ich wünsche Ihnen an der Stelle schon mal ein schönes Wochenende, wenn wir uns dann eben bei den Livestreams im Verlauf des Tages nicht mehr sehen oder hören. Bis dahin, danke fürs Einschalten.